Wir sind auf jeden Fall schon im Stream zu hören. Herzlich willkommen im Stream. Herzlich willkommen auf der Bühne. Ja, wir sind wieder live zurück hier bei der Speakers Corner. Und ich habe zwei neue Gäste. Wir haben ein bisschen umgebaut und ich habe den Linus hier zu meiner Linken und zu meiner Rechten den Chris. Ihr zwei werdet euch gleich selber vorstellen. Es geht um Favelio, der harte Weg zur eigenen App. Was das für eine App ist und was man damit machen kann, erzählt ihr gleich. Schön, dass ihr da seid. Eure Bühne. Super, vielen herzlichen Dank. Danke, dass wir eingeladen worden sind. Ja, wie schon eben gerade angekündigt, das ist Chris. Chris ist Softwareentwickler und ich bin Linus. Ich bin begeistert, was Projektentwicklung angeht. Und ja, wir wollen euch ein bisschen was über unser Projekt Favelio erzählen. Das ist alles entstanden in so einer Phase mitten in Corona. Corona hat logischerweise ganz Deutschland lahmgelegt, man konnte nicht so viele Projekte entwickeln und irgendwann habe ich beschlossen, hey, ich habe mit Chris schon mal zusammengearbeitet, ich würde gerne ein textbasiertes Grafik-Adventure irgendwie bauen und rausbringen und hatte irgendwie eine tolle Idee dafür und wie man es auch bewerben könnte und habe mich dann mit Chris zusammengesetzt und der hat dann irgendwann gesagt, Linus, pass auf, das, was du dir vorstellst, ist irgendwie wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig anstrengend, lass uns das mal ein bisschen runterbrechen. Und dann haben wir uns überlegt, wir fanden früher diese Lone-Wolf-Geschichten, die man quasi textbasiert durchspielt, ganz geil und haben uns überlegt, wie können wir das in das neue Jahrtausend quasi bringen. Und die Idee war, dass wir eben nicht nur die Plattform schreiben, sondern eben auch das Endgerät, das Handy als Endgerät nutzen für interaktive Geschichten. Also wenn das jetzt quasi hier eine interaktive Geschichte wäre, dann dürftet ihr euch jetzt auswählen, habt ihr Lust zu wissen, was der aktuelle Stand bei unserer Entwicklung ist, wollt ihr die Funktionsweise der App kennenlernen, welche Probleme sind bei der Entwicklung aufgetreten, das ist ja so unsere Grundfrage, oder wollt ihr gar nicht hören, was wir zu erzählen haben und gleich abschließende Fragen stellen. Es ist aber kein Favelio, deswegen entscheiden wir aktuell, wie es weitergeht. Und genau, ich würde dann weiterreichen an Chris, der euch ein bisschen was über die App erzählt. Bitteschön. Moin, dankeschön Linus. Genau, zunächst haben wir erstmal das Story-Tool entwickelt. Dort können eben interaktive Geschichten geschrieben werden. Und das haben wir erstmal nur intern genutzt, wollten das Ganze aber eben auch für eine Community freigeben und haben deswegen das ganze Tool öffentlich gemacht und eine Plattform drumherum entwickelt, dass eben Favelios hochgeladen werden können und sich Autoren und Autorinnen bei uns registrieren können. Und wie ich mir das vorgestellt hatte, wie so ein Favelio aussieht, sieht man jetzt auf dem Bild gerade. Alles sehr strukturiert und ordentlich, bis Linus mir dann seinen ersten Entwurf für sein eigenes Favelio präsentiert hat. Und da sieht man, wie es dann in dem Kopf eines kreativen Menschen aussieht. Und ja, ein sehr beeindruckendes Favelio war auch von der Ela. Sie hat wirklich super viele Textblöcke übereinander gelegt, um das irgendwie noch auf einen Blick zu behalten. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt von der oberen Ecke. So viele Textblöcke sind da drin und ich weiß wirklich nicht, wie sie es geschafft hat, den Überblick da zu behalten. Genau, das Storytool stand jetzt und ja, jetzt ging es an die App. In der App können dann eben die Favelios gelesen oder erlebt werden und hier rechts im Screenshot zu sehen sind eben die Entscheidungsoptionen, die dann ein Leser hat. Ja, danke schön. Genau, wir hatten also irgendwann die App stehen, wir hatten die Software fertig, aber der Weg dahin war tatsächlich ziemlich kompliziert und wir wollen euch so ein bisschen mitgeben, was Probleme sind, die bei so einer Entwicklung von so einer App auftreten können. Man muss immer überlegen, wo will man hin und genau, was wollten wir eigentlich entwickeln? Wir hatten auf dem Weg relativ viele Gespräche mit Leuten geführt. Es ging darum, wollen wir jetzt ein Rollenspiel entwickeln, wollen wir ein interaktives Tool entwickeln, oder eine Lernsoftware. Wir haben mit vielen Lehrern gesprochen, die meinten, wow, das ist voll geil, was sie da anbietet. Das können wir irgendwie nutzen, um Vokabeln zu lernen, um irgendwelche Sachen abzufragen. Dann ist eben die Frage, was ist die Namensgebung? Wie beantragen wir Fördergelder? Wie machen wir Werbung, organisch oder irgendwie anders? Und am Ende ist der große Faktor auch noch Zeit gewesen bei so einer Entwicklung. Genau, wir hatten also so ein bisschen die Qual der Wahl bei der Entwicklung. Soll das ein interaktives Tool werden? Wir hatten auch die Option, dass die Leute gesagt haben, hey, wir machen doch ein Krimi-Dinner, dafür bietet sich das auch an. Wir haben tatsächlich ein, zwei Krimi-Dinner auf der Plattform. Einige Leute haben gesagt, hey, wir könnten doch interaktiv kochen. Also es gab wahnsinnig viele Ideen und wir wussten aber nicht so genau, okay, wir haben das Grundtool entwickelt, aber für was wollen wir es nutzen? Das war so irgendwie die Frage, die sie uns gestellt hat. Und dann
auch einer dieser Punkte, wenn du irgendwie, ich glaube, jeder, der so ein Projekt entwickelt, überlegt sich irgendwann, was ich muss dem Kind einen Namen geben. Bei einer App ist es natürlich so, du ziehst jetzt nicht auf einen kurzen Zeitraum, nur für ein ganz oder ein überschaubares Publikum. Irgendwann denkst du natürlich an Skalierbarkeit und denkst dir so, wow, irgendwie die ganze Welt soll von meinem Projekt erfahren. Und dann ist die Frage, ist es ein Fantasiename, gibt es irgendwie eine Sinnhaftigkeit? Wir hatten irgendwie verschiedene Namen, die uns so in Sinn gekommen sind. Wir hatten Inno, weil wir irgendwas von innovative Novels haben wollten. Wir hatten Novelio von Novel und Neu. Und da muss man dann immer mal gucken, welche Domains sind überhaupt verfügbar. Sind die deutschen Domains verfügbar? Sind internationale Domains verfügbar? Irgendwann hatten wir dann einen Namen, wir kamen auf Favelio, waren alle damit ganz happy, die Domains waren verfügbar. Wir waren total glücklich und dann habe ich bei meiner Mutter angerufen und dann habe ich ihr das erzählt und dann meinte sie so, hä, was hat jetzt eure Apps mit südamerikanischen Armenvierteln zu tun? Also was hat die mit dem Favela zu tun? Und wir so, scheiße, ich hatte die ganze Zeit so ein schlechtes Gefühl, irgendwas war mit Favelas. Aber wir haben einfach beschlossen, bei Apple, die verkaufen auch keine Äpfel, also können wir auch was mit Favelas im Namen zu tun haben und trotzdem nichts mit südamerikanischen Armenvierteln. Genau, dann war die Frage, so, wir haben uns natürlich darum gekümmert, kriegen wir Fördergelder, was für Fördergelder kriegt man? In Hamburg gibt es verschiedene Fördergelder, die sind aber immer relativ spezifisch. Es gibt Literaturfördergelder, es gibt Fördergelder für Games, aber wir sind irgendwas dazwischen und das war relativ kompliziert, da irgendwie an Leute zu kommen und auch Crowdfunding war für uns keine Option, weil wir kein physisches Produkt haben. Also ganz viele Crowdfunding-Plattformen sagen halt immer, okay, wenn du so und so viel Geld spendest, kriegst du von uns irgendwas. Und wir haben uns dann überlegt, ja, wollen wir irgendwelche Frames anbieten oder... Und wir haben immer gesagt, wir wollen erstmal nicht monetarisieren und dann kann man dem User quasi kein direktes Produkt geben, zurückgeben. Und das ist immer so ein Problem beim Crowdfunding bei uns gewesen. Wir haben einfach gesagt, wir machen weiter und dann haben wir uns überlegt, okay, wir machen Bewerbung. Was ist zuerst da? Wir haben halt das Problem, wir haben ein Tool, auf dem man quasi Geschichten schreiben kann, aber wir wollen auch Leser haben, die die Geschichten lesen. Also haben wir uns als allererstes auf Autoren fokussiert. Und auch bei denen, die haben irgendwann gesagt, ja, wie können wir unsere Geschichten monetarisieren? Wir sind teilweise professionelle Autoren. Wir haben gesagt, oh, wir haben eigentlich gar keine Monetarisierung bisher eingeplant. Also auch das muss man sich überlegen. Dann, was ist die Zielgruppe? Sind es Booknerds? Sind es Fantasy-Fans? Sind es Lehrer, die das im Endeffekt nutzen? Wir haben versucht, auch mit mehreren Leuten in Kontakt zu treten, die Werbung für uns gemacht haben. Wir hatten einen Artikel in der Labzeit. Wir haben verschiedene Artikel in Bildungsmagazinen publiziert bekommen über die App. Und je nachdem tatsächlich gerade, was publiziert worden ist, desto unterschiedlicher wurden die User, die die Plattform genutzt haben. Wir haben Wettbewerb selber gestartet am Anfang, um Geschichten zu generieren auf unserer Plattform, was auch relativ gut funktioniert hat. Was natürlich auch immer ganz spannend ist, wenn man den Markt beobachtet, wer sind die Mitbewerber. Und am Anfang waren wir immer total schockiert, wenn wir jemanden gefunden haben, der was ganz Ähnliches macht, aber im Endeffekt, muss ich sagen, war das immer total cool, weil man immer ganz viel lernen konnte oder auch gemerkt hat, was der Unterschied zwischen dem und uns ist. Genau, der große Faktor ist eben Zeit. Wir haben das ganze Projekt als Nebenjob gestartet quasi und man muss sich das eben alles freischaufeln. Also jede Minute, die du in dieses Projekt schaffst, die fällt halt irgendwo anders runter. Man merkt auch immer wieder, wenn man das als Nebenprojekt startet und niemanden quasi der dedizierte CEO ist und niemand sagt, ich übernehme das zu 100%, dann sagen ganz viele Fördertöpfer, nee, sorry, wenn ihr so ein Hobbyprojekt seid, kriegt ihr von uns kein Geld, dann ist das euer Hobby. Und das ist schwierig. Und das demotiviert auch massiv. Und wenn Zeit bei so einem Projekt Lücken reißt, also wenn zum Beispiel Chris vorgearbeitet hat und ich gerade keine Zeit hatte, dann musste ich immer wieder anschließen. Und das ist auch tatsächlich ein Faktor, der sehr, sehr kompliziert ist, wenn man so eine App entwickelt, weil man ja eigentlich quasi immer wieder an die Arbeit der anderen anschließen muss. Genau, Chris wollte noch kurz was zum Bewertungssystem. Wir haben Zeit nicht mehr, okay. Grundsätzlich, dann gehen wir einfach mal weiter. Wir hatten einen ganz witzigen Faktor und zwar haben wir uns die ganze Zeit überlegt, wollen wir uns bei der Höhle der Löwen bewerben? Und dann hatten wir uns irgendwie so halb durchgerungen und haben die letzte Sendung Höhle der Löwen gesehen und da wurde dann Auditory vorgestellt, was quasi ein ganz ähnliches Tool ist. Das war quasi ganz lange Zeit der Mitbewerber. Nur, dass die das natürlich nochmal vertonen und die sind, glaube ich, für 200.000 Euro dann nicht gekauft worden. Also sind 200.000, 300.000 Euro sind die auf jeden Fall unterstützt worden. Mehr sogar noch, ja. Also, unsere Learnings, wenn ihr eine App entwickeln wollt, Hocus Focus, fokussiert euch. Ja. Was ist euer Produkt? Wie wollt ihr ans Ziel kommen? Was ist eure Zielgruppe? Fokussiert euch auf euren Support. Wer unterstützt euch? Das waren die Punkte, die wir
die für uns am wichtigsten waren. Ich glaube, grundsätzlich kann man dann noch sagen, wollt ihr das alleine durchziehen oder macht ihr das mit Fördergeldern? Hat beides einen Vor- und Nachteil? Wollt ihr es als Vollzeitprojekt entwickeln, dann müsst ihr natürlich entsprechende Jobs aufgeben. Wie gesagt, dann ist das mit den Fördergeldern meistens sehr, sehr viel einfacher. Oder zieht ihr es als Nebenprojekt durch, dann ist es sehr viel Passion und sehr viel Zeit, die ihr euch selber raubt. Genau. Dann wollen wir noch kurz einen kurzen Standpunkt geben, wo sind wir gerade aktuell. Wir brauchen Leser, also wir haben zwar Downloads, wir haben relativ viele Geschichten, aber wir haben noch nicht so viele Downloads, weil die Leser uns so ein bisschen fehlen. Das ist, glaube ich, auch immer so das Problem an dem ganzen Projekt oder an vielen ähnlichen Projekten gewesen. Es wird ganz viel von Lehrern genutzt, weil es gab Publikationen in Zeitschriften und Magazinen, die sich quasi mit Bildung beschäftigen. Und was Schönes ist, dass obwohl wir das Projekt so ein bisschen ruhen lassen gerade, es ist eben eher so ein Side-Project geworden in letzter Zeit, kommen immer wieder Geschichten rein. Also die Leute, denen ist bewusst, es gibt uns und es entstehen immer mehr Geschichten und deswegen machen wir das auch weiter. Wir haben jetzt neue Projekte nach Corona angefangen. Ich habe mir jetzt unter anderem einen Foodtruck gekauft und mache wieder mehr Events. Chris ist an der Entwicklung von My Party und Memory Pass beteiligt. Und deswegen wird es ein bisschen weniger geworden. Wir haben uns aber darauf geeinigt, dass wir uns so einmal in der Woche, meistens Mittwoch, zusammensetzen und nochmal 2-3 Stunden immer wieder in dieses Projekt setzen, dass das noch weiter fortgeht. Aber ist natürlich nicht mehr ganz so viel wie zu der Zeit von Corona. Wenn ihr wissen wollt, ob wir uns doch bei Höhle der Löwen bewerben sollen, dann könnt ihr euch immer gerne die App runterladen, ein paar Geschichten durchlesen und dann selber entscheiden, ob wir das tun sollen. Schreibt uns eine Mail. Wie gesagt, wir finden das Projekt immer noch total cool und glauben da ziemlich fest dran. Und mal sehen, vielleicht sind wir nächstes Jahr hier und erzählen euch mehr, wie sich die App weiterentwickelt hat. Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt und liebe Grüße nach Hause von uns beiden. Und dann übergebe ich wieder hier an die Leitung von der Play22. Dankeschön. Ja, genau. Vielen Dank, Linus, vielen Dank, Chris. Wir haben direkt eine Frage aus dem Twitch-Chat und zwar, wie viel Umsatz macht die App zurzeit? Mich? Ja. Ja, genau. Tut mir leid, dass ich ausgeschaltet habe. Wir machen tatsächlich gar keinen Umsatz, weil wir beschlossen haben, dass wir das Tool for free anbieten wollen. Ich glaube, die Schwelle ist sehr, sehr viel geringer, eine Geschichte anzufangen oder sie auch zu lesen, wenn man eben dafür nicht zahlen muss. Ein Problem ist aber tatsächlich, dass eben die Autoren gesagt haben, wir brauchen eine Monetarisierung, wenn wir da richtig Zeit reinstecken. Ich glaube, man unterschätzt doch tatsächlich immer, dass das für ein Aufwand ist, so eine Geschichte zu schreiben. Wie hat Chris hat das gezeigt, dass das erste Bild war quasi von Chris, wie er sich so eine Geschichte vorstellt. Das zweite war eine Geschichte von mir. Ich bin da schon ein bisschen ausführlicher gegangen, aber ich habe dann ja irgendwann überlegt, ich übergebe das, glaube ich, eher an richtige Autoren, die auch bessere Geschichten schreiben können. Und dann hat Chris mir irgendwann diesen Screenshot geschickt und hat gesagt, ich erkenne hier gar keine Struktur mehr. Diese Autorin ist, die hat 1 Million Wörter geschrieben, glaube ich. Ja, also unfassbare Mengen an Wörtern geschrieben, um eben diese Story zu vernetzen. Und das war schon beeindruckend. Also deswegen haben wir es gelassen. Hat Vorteile, hat Nachteile. Kein Umsatz. Okay. Nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne rein. Wir haben natürlich auch ein bisschen Delay. Ich gucke nochmal hier ins Publikum. Habt ihr noch Fragen? Gibt es Fragen aus dem Publikum? Aktuell nicht. Habt ihr noch einen Tipp sonst vielleicht zum Abschluss? Wenn man jetzt sagt, so ja, ich habe ein bisschen Geschichten im Kopf, ich bin jetzt vielleicht nicht Texterin oder Autorin, sondern ich möchte einfach mal ein Spiel entwickeln, eine interaktive Story, wie sollte man vorgehen? Nee, also eine App zu entwickeln ist... Entschuldige, ja, okay. Sondern wenn wir eure Favelio-App einfach nutzen wollen. Ach so. Jetzt nicht die Meta-Ebene mit der App entwickeln. Einfach anfangen. Also wir haben versucht, das Tool ist wirklich sehr, sehr simpel. Wir haben uns auch immer wieder andere angesehen und uns immer wieder überlegt, wir müssen es so einfach und nutzbar machen wie möglich. Ich bin ein alter, weißer Mann, der keine Ahnung von Technik hat. Und ich habe gesagt, Chris, ich muss verstehen, wie das funktioniert, dann versteht es jeder. Und darauf haben wir es aufgebaut. Also man kann tatsächlich die App starten und wir haben so einen ersten Tree angelegt, wo genau drin steht, hier musst du was reinschreiben, hier musst du eine Antwort einfügen. Also es ist wirklich ziemlich userfreundlich. Hat uns damals auch noch ein Freund mitgeholfen, der damals bei Playa Games gearbeitet hat, hier in Hamburg. Also es ist einfach machen. Einfach ausprobieren, anmelden und die Geschichte runterladen, schreiben. Anmelden, ausprobieren. Okay. Dann ist das doch ganz schönes Fazit. Also wenn ihr eine interaktive Story mal produzieren möchtet, benutzt gerne mal Favelio.
Und vielen Dank für die Hintergrundinformationen zur App-Entwicklung. Da kann man auf jeden Fall mit euch nochmal Kontakt aufnehmen. Vielen Dank, Linus und Chris. Applaus für euch. Und wir machen gleich weiter. Es gibt wieder einen kurzen Break. Dann haben wir eine Discord-Zuschaltung mit Chris Binder. Und um was es da geht, verrate ich jetzt noch nicht. Also bleibt dran und bis gleich.